Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam. Ich arbeite in der Chemieindustrie als Feuerwehrmann. In dieser Anlage wird Ammoniak hergestellt. Dabei reagieren Stickstoff und Wasserstoff im Verhältnis 1:3 zu Ammoniak. Näheres zu den Reaktionsbedingungen dabei erzählt euch jetzt noch mein Freund, Bauer Jan. Hallo, ich bin Bauer Jan. Weil ich auf meinem Feld so oft Dünger benutze und Ammoniak ein Hauptbestandteil der Düngerherstellung ist, habe ich mich über die Ammoniaksynthese informiert. Die optimalen Reaktionsbedingungen für die Herstellung von Ammoniak sind einerseits niedrige Temperatur, weil es sich um eine exotherme Reaktion handelt, andererseits wird sie auch durch hohen Druck begünstigt, weil auf der Produktseite weniger gasförmige Teilchen existieren als auf der Eduktseite. Aber die erforderliche Reaktionsgeschwindigkeit wird nur bei höheren Temperaturen erreicht. Und der Katalysator wird außerdem erst ab 450 Grad aktiv. Deswegen werden bei dem Verfahren 30 Megapascal Druck herrschen und die Temperatur liegt bei 450 Grad Celsius. Jetzt kommt noch ein anderer guter Freund von mir. Hallo, ich bin der Katalysator. Ich bestehe aus porösen Eisenkörnern und enthalte zudem verschiedene Metalloxide. Ich bin ein heterogener Katalysator, da die Edukte für die Synthese gasförmig sind und ich ein Feststoff bin. Bei Festkörperkatalysatoren wirken vor allem die Atome, Ionen und Moleküle auf meiner Oberfläche. Vor der eigentlichen Reaktion laufen immer Adsorptionsvorgänge ab. Der letzte Syntheseschritt läuft folgendermaßen ab. Gasförmiges Stickstoff und Wasserstoff strömen in einem Verhältnis von 1:3 30 Sekunden über den Katalysator. Dabei wird das Maximum von Ammoniak noch nicht erreicht. Jedoch wird durch das schnelle Nachströmen pro Zeiteinheit mehr Ammoniak gebildet. Und die nicht reagierten Edukte werden danach wieder verwendet. Andere Einflussfaktoren auf die Reaktion sind einmal die Verringerung der Konzentration der Produkte und die Erhöhung der Konzentration der Edukte oder eines Edukts. Bei der Erhöhung der Konzentration eines Edukts benutzt man meistens Stickstoff, weil es schon in der Luft vorhanden ist und deswegen günstiger ist. So, jetzt wisst ihr, wie die Ammoniaksynthese funktioniert. Danke auch an meine Freunde, die mir dabei sehr schön geholfen haben. Tschüss!